Ja, liebe Dietemänner und Dietefrauen, sage ich mal ganz einfach, Meinhard, ja, hat schon eine enge Verbindung zum Johannesfest vis-à-vis von Gremendorf gelegen. Sind, glaube ich, zum Johannesfest alle Meinhardter unterwegs und besuchen das Fest. Ja, die Verbindung zum Johannesfest mit Gremendorf hat aber auch historische Gründe. Wenn man den Mainzug mal betrachtet, die Eschwiger holen jedes Jahr zum Johannesfest ihre Birkenbüsche für den Mainzug in Gremendorf, und dann überlegt sich der eine oder andere, hat Eschwege nicht genügend Wald, um selber Birkenbüsche einzuschlagen. Aber das hängt damit zusammen, dass es ein verbrieftes Recht der Stadt Eschwege gibt, dass sie alljährlich hier in Gremendorf ihre Maien einschlagen können. Und dies verbriefte Recht ist schon seit 1904 im Grundbuch eingetragen für die Stadt Eschwege. Das heißt also, im Grundbuch der Stadt Eschwege hat das nichts zu suchen, sondern im Grundbuch der Gemeinde Meinhard und hier letztendlich des Gemeinschaftswaldes, der hier existiert. Rund 40 Hektar sind das. Und die Maien dürfen jedes Jahr am Schülerberg eingeschlagen werden von Bediensteten der Stadt Eschwege. Der Schülerberg liegt, wenn man Gremendorf rausfährt, Richtung Neuerode, auf der rechten Seite oben am Berge. Das sind rund 8 Hektar Wald. Und in diesem Wald darf der Einschlag vorgenommen werden und ist auch genau vorgegeben im Grundbuch seit 1904, dass dann die Bediensteten der Stadt Eschwege die Maien einzuschlagen haben und in der Bernstalstraße seitlich abzulagern haben, sodass dann die Schüler von Eschwege diese Maien in der Bernstalstraße aufnehmen können und dann mit diesen Maien nach Eschwege gehen. Das heißt also, die Gemeinde Meinhard und hier insbesondere der Ortsteil Gremendorf ist sozusagen der Ausgangspunkt für das Johannesfest jedes Jahr. Und natürlich freuen wir Gremendorfer uns und wir Meinharder uns, dass wir da so stark angebunden sind, und freuen uns auch darüber, dass wir die Stadt Eschwege in dieser Richtung auch ein bisschen unterstützen können. Was vielleicht auch noch interessant ist bei der ganzen Sache, was ebenfalls im Grundbuch niedergeschrieben ist, falls mal der Vorrat an Birken, denn das sind die Maien ja, falls der Vorrat an Birkenbüschen zur Neige geht in dem Wald, dann muss die Gemeinde Meinhard keine Birken nachpflanzen, sondern dann muss die Stadt Eschwege eben warten, bis wieder genügend Birken gewachsen sind, damit sie ihren Einschlag vorbereiten können und auch durchführen können.